Schärding hat einen neuen Bahnhof. Die österreichischen Bundesbahnen, das Land und die Stadt Schärding haben gemeinsam knapp 50 Millionen Euro investiert. Der neue Bahnhof, der auch barrierefrei ist, soll vor allem den Pendlern zugutekommen. Prominenter Fahrgast heute am neuen Schärdinger Bahnhof. Der oberste Bahnchef ist mit dem Zug zur Eröffnung angereist. 3 Jahre wurde in Schärding gebaut, durchgeführt wurden die Arbeiten bei laufendem Bahnbetrieb. Eröffnet wurde der Bahnhof heute durch den Bahnchef, Landeshauptmann Stelzer, Infrastrukturlandesrat Steinkellner und dem Schärdinger Bürgermeister Angerer. Stadt und Land haben einen Teil der Baukosten übernommen. Den Großteil der 48,6 Millionen Euro zahlten die ÖBB. Herzstück des neuen Bahnhofes ist der Fußgängertunnel. Neben dem Neubau wurde auch die Zahl der Park-and-Ride-Parkplätze deutlich erhöht. Wir sehen uns als Verbindung von Menschen und das bedeutet, ich muss auch mir überlegen, wie kommen die Pendlerinnen und Pendler von zu Hause zum Bahnhof, wie können sie möglichst einfach umsteigen. Sehr in der Zukunft auch mit entsprechenden Elektro-Tankstellen, wo man sein Elektroauto anschließen kann. Pro Tag nutzen derzeit 1.100 Fahrgäste den Bahnhof in Schärding. Die sollten aber auch vorsichtig bei der Anfahrt sein, denn nicht nur der Bahnhof ist neu, auch der Radarkasten neben der Zufahrt.